aktivieren. Blood crimps. Amen. Ben, hast du vielleicht eine Pollenallergie? Der Doktor niest ständig und ich habe wirklich Mitleid mit ihm. Der Doktor mit dem kurzen Haar, nicht der mit dem coolen Grünen. Bestätigen. Den kann ich nicht fangen. Grille. Kann ich die Supergrille abgeben? Kann ich nicht abgeben. Dann verkaufen wir sie. Mm-hmm.
unsere Wohnung ein bisschen umgestellt. Poker Snack, Vortex Anoter. Wow, Sandlaufkörper. Freigegeben. Bestätigen. Okay. Komposttonne. Müll. So. Weltverurteilung. Tauchen. Jo. Zurück. Die Ausbeute des Landes. Back to nature. Zurück zur Natur. Mit Jena. Sexy Garnelen kann man. Oh mein Gott, was soll das überhaupt eine sexy Garnele sein? Ich werde nicht mehr. Hahaha. Jedes Mal könnt ihr sexy Garnelen tagsüber finden. Diese Meeresbewohner sind im Frühling, Sommer, Herbst und Winter unterwegs. Also quasi das ganze Jahr über. Moment mal, habe ich schon mal erzählt, dass man beim Tauchen Tiere mit einem Insektennetz fangen kann? Das funktioniert nämlich echt gut. Geh einfach auf Tauchgang und versuche es mal. Sollte nicht so schwierig sein. Die Wettervorhersage für morgen, sonnig. Spiel der Kegel, Game of Cones. Hallo liebe Zuschauer, willkommen zu Game of Cones, einem Kampf um das Recht König und Koch Kunst zu werden. Wie immer ist unser Preisrichter der Fiesling mit dem Herz aus Gold, Gordon Ramsay, Chefkoch Gordon Ramses. Heute haben wir zwei Kandidaten, die versuchen wollen, das Herz wagen dieses Chefkochs zu gewinnen. Gordi, sag unseren Köchen, wie das heutige Thema lautet. Das heutige Thema ist einfach. Und etwas, das jeder gute Koch können sollte. Suppe. Es darf jede beliebige Suppe sein. Köche, kocht los. Und ab mit Ihnen sehen wir mal, was unsere ersten Kandidaten Koch Rob. Erzähl uns mal, was du heute zubereitest. Ich halte es ganz schlecht. Einer meiner Lieblingsgerichte als Kind war eine gute, herzhafte Tomatensuppe mit gegrillten Käsesandwiches. Genau das mache ich heute. Klingt köstlich. Gehen wir zu unserem anderen Kandidaten, Köchin Macy. Köchin, was willst du unserem grämigen Chefkoch vorsetzen? Ich lebe am Meer und es ärgert mich, dass Leute Fischköpfe wegwerfen, die noch völlig in Ordnung sind. Ich möchte allen zeigen, wie einfach es ist, eine köstliche Fischkopfsuppe zuzubereiten. Ich glaube nicht, dass ich so etwas schon mal gegessen habe. Fragen wir unseren mürrischen Chefkoch, was er davon hält. Gordi, was macht eine gute Suppe aus? Es kann eine volle, herzhafte Mahlzeit darstellen oder als Beilage gegessen werden, die das Hauptgericht perfekt ergänzt.
Aber hier will ich eine Suppe haben, die für sich alleine steht, sättigend, warm und deftig. Und es sieht so aus, als wären unsere Köche fertig. Sehen wir uns das erste Gericht mal an. Was meinst du, Gordi? Oh, sehr schön. Ich mag den kleinen Kick, den der Ingwer ihr verleiht. Und die Köpfe dicken die Suppe perfekt ein. Gut gemacht. Kommen wir zum zweiten Gericht. Wie ist das hier, Gordi? Ich liebe gute Tomatensuppe. Das ist auf jeden Fall eine Verbesserung des Klassikers. Aber ich weiß nicht, ob es mir genug Wow-Faktor besitzt. Trotzdem köstlich. Beide Köche haben tolle Gerichte zubereitet. Aber ich glaube, Koch Rob hat die heutige Herausforderung gewonnen. Einfach konsistent. Erinnert mich an die Zeiten, als meine Mutter mich umsorgt, wenn ich krank war. Glückwunsch, Koch Rob. Game of Thrones. Miese Peters erweicht, du gewinnst einen lebenslangen Vorrat an Tomaten und den gusseisernen Thron. Wow, danke schön. Dieser Thron sieht nicht sehr bequem aus, oder? Ist er auch nicht, Rob. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns in der nächsten Folge. To the farm. Wir haben ein paar. Sei gegrüßt, Wombi. Ich freue mich zu verkünden, dass Darltown der Stadtbewertung die Note 5 erreicht hat. Noch nicht allzu nahe an unserem alten Rang, aber ich glaube, wenn wir unser Bestes tun, um diese Stadt, die wir unsere Heimat nennen, zu erhalten, können wir es schaffen. Wegen der höheren Bewertung kehren Lieferanten, die uns verlassen hatten, langsam zurück. Jetzt kommt man bei Sam, bekommt man bei Sam Obst zusammen bei Jack Enten und Ziegen und eine ganz neue Kategorie Kleider und Möbel in der Boutique, Weißer Flamingo. Außerdem hat Joko genug Material, um ein Silo zu bauen, mit dem ihr eure Hühnerställe und Scheunen wiederherstellen könnt. Schaut also bei ihnen vorbei. Ich möchte euch für eure Hilfe danken. Ich hoffe, ihr unterstützt uns weiter dabei, dieser Stadt zu ihrem Ruhm zu verhelfen. Erledigt. Holzmüll und Zapf. Holzmüll und Zapf. Thank you.
Postbehälter 2-0. Diese Hütte ist irgendwie seltsam. Weihrauch.
hineinspringen. Ist wieder so ein Blob. Muss es auch zwei. Ausfahrtmine. Ah, heute habe ich nichts Wertvolles gefunden. Aber wenigstens habe ich in der Höhle ordentlich trainieren können. Ich liebe es draußen zu frühstücken und die Blumen zu beobachten. Das hat einfach was, vor allem wenn die Frühlingsblumen. Um schnell in den Wald zu kommen, biete dem Wald Baum zwei Gaben dar. Chine, die heißen Quellen ist echt gut bei Muskelkater. Nichts geht über ein heißes Bad. Nach einem anstrengenden Training. Hey, sieh dir mal meine Turnschuhe an. Sie geben mir zusätzliche Federung bei meinen Zehen. Perfekt zum Volleyball spielen. Ich habe viel zu viel für diese Schuhe bezahlt, aber sie werden mein Spiel deutlich verbessern. Alle Spieler tragen die. Ja. Das muss ich sehen. Euer Achat. Ah, ja.
Schneidet wegen einer Schere. Eine Fliege, die hat schon abgegeben. Hey Alice. Yep, danke Bombi. Ein Frühling mit Zuki zu verbringen hat Vor- und Nachteile. Vorteil, ich muss kaum sauber machen, weil sie einen enormen Putzwimmel entwickelt. Nachteil, sie ist noch herrischer und nervtötender als sonst. Die Leute vergessen gerne auf Dinge, die sie nicht sehen können. Wo bleibt da der Spaß? Die heiße Quelle ist umsonst. Ich frage mich, wieso nicht mehr Leute dorthin gehen. Weiß nicht, ob ich den schon abgegeben habe. Nein. Hast du viel zu tun, Mommy? Ich habe gehört, Farmer haben im Frühling normalerweise viel zu tun. Brauchst du dabei vielleicht Hilfe? Ich glaube allerdings nicht, dass ich helfen kann. Ich habe selbst recht viel zu tun. Tut mir leid. Man kann Rapsen mit einer Ölpresse zu Öl verarbeiten. Ich glaube nicht, dass man Ölpressen kaufen kann. Aber du kannst dir problemlos selbst eine herstellen, wenn du den nötigen Plan hast. Setan, Marmor, Winkelkristall. Wir werden dein Erd. Wie war dein erstes Fest? Hoffentlich hast du jetzt endlich alle kennengelernt. Das Bohrunternehmen? Ja, alle reden darüber. Zuki. Klar bin ich froh, dass ich nicht mehr in der Kälte herumrennen muss. Aber das Tolle am Laufen ist, dass man in der Kälte noch nach einer Weile gar nicht mehr spürt, wenn sich der Körper aufhält. Aber bis das passiert ist, ist es schon ein Stück Arbeit. Bist du bereit für den Frühjahrsputz, Wombi? Ich bin's. Da bin ich mir sicher. Ich habe mich das ganze Jahr darauf vorbereitet. Ich kriege nicht viel Kugelfisch angestellt, hast du gesagt. Sie bleiben lieber unter sich. Ein toller Tag, um im Freien zu sein. Ich glaube, ich mache später einen kleinen Spaziergang, bevor ich nach Hause gehe. Um das Wetter zu genießen, du weißt schon. Draußen ist es immer noch kühl, also gibt es sicher Tiere, die noch Winterschlaf halten. Ich hätte um diese Jahreszeit viel mehr Frösche und Bienen erwartet.
Marmor. Bestätigen. Ein metamorphes Gestein, das durch Einwirkung von Hitze und Druck entsteht. Ins Bett gehen, gute Nacht. Seil und Steinschild.